This is the first independent road test of a heavy-duty electric truck, performed along the well-known 343-kilometre green truck route by the German journalist Jan Bergdorf. Auf jeden Fall was völlig Neues, das hat es vorher noch nicht gegeben. Bisher war es nicht möglich mit 40 Tonnen und es gab keinen Serienhersteller, der ein solches Fahrzeug angeboten hat. Volvo macht das jetzt. Und das ist eben schon ein Start vielleicht in eine neue Ära des Transports. And here is the test truck, the Volvo FH Electric. 40 tons total weight, zero tailpipe emissions and 490 kilowatts of continuous power. Also abgesehen davon, dass es eben absolut leise in dem Fahrzeug zugeht, haben wir eben hier die Tatsache, dass wir das Drehmoment von 2400 Newtonmeter ab Stillstand bereitstehen haben. Also man tritt einfach aufs Gas, steht sofort volle Kraft zur Verfügung und genauso souverän beschleunigt dann eben auch auf Reisegeschwindigkeit. Das ist schon beeindruckend. Ja. During lunch, the truck is charged. Whether driving electric or not, Jan still has to take his regulated 45-minute break. The Volvo FH Electric performed the test on par with the Volvo FH with iSave 500 horsepower diesel truck, maintaining an average speed of 80 kilometers per hour at 40 tons total weight. The test truck had an energy consumption of 1.1 kilowatt hours per kilometer and a total range of 345 kilometers, enough to complete the route even without charging at lunchtime. The test also proves that the Volvo FH Electric consumes 50% less energy than the diesel truck on the same transport assignment. That's because the electric driveline is much more efficient, making the all-electric truck a very powerful tool for reducing CO2 emissions. Also Fahrer werden sicher am meisten überrascht sein, wie leise ein LKW bei 85 und mit 40 Tonnen Gesamtgewicht fahren kann. Wie einfach das ist, wie leise es ist, wie gut er sich handelbar ist. Es gibt überhaupt keine Vibrationen, da werden sicherlich die meisten Fahrer überrascht sein, dass sowas möglich ist.